Ich mache gerade selber Eis hier mit meiner Eismaschine und entsprechend, was ich da reinmache, ist normalerweise griechischer Joghurt, gab es aber heute nicht, deshalb Joghurt nur 3,5% und hier einmal so ein Sahnejoghurt, also ordentlich. Also der Sahnejoghurt, der kommt da mit rein, Doppelrahmenstufe hier, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Fett der hat 24 Gramm Fett. Und probiere ich einfach mal aus. Und dann eben noch ein paar gefrorene Beeren hier. Das ist das, was ich jetzt hier zusammen mixe. Und um das Ganze abzurunden, gibt es ja auch noch hier diesen Bolero Passion Fruit. Das ist ganz geil. Auch natürlich ohne Zucker. Und dann kommt das alles in die Eismaschine. 5 Kilometer laufen. Und wenn ich da bin, ist das alles fertig. Also so sieht's aus. Eis ohne Kohlenhydrate. Noch ein kleines bisschen warten. Und dann gibt es ein leckeres Eis. Ganz ohne Kohlenhydrate. Geht runter, gerade bei 21 Grad, geht runter auf minus 10 oder sowas, keine Ahnung. Und nach ungefähr einer Dreiviertelstunde ist das Ganze fertig. Deshalb gehe ich jetzt 5 Kilometer laufen und wenn ich da bin, ist das schön. Jetzt hört man schon, der Gerät wird langsam müde. Jetzt machen wir mal auf Stopp hier, machen das Ding mal auf. Und jetzt, oh Baby, oh Baby, oh Baby. Lecker, Sahne-Eis, ohne Zucker. Also ich lade euch wirklich mal gerne alle ein und dann könnt ihr mal probieren, wie das Eis schmeckt im Gegensatz zu einem Eis aus der Eisdiele. Ich wette 100 €, dass euch das mit Sicherheit schmeckt, wenn nicht sogar noch besser als aus der Eisdiele. Heute Abend werde ich auf Twitch um 19 Uhr entsprechend die ersten Studienanalysen mal angehen. Und wer sich dafür interessiert, kann auf lowcarbsport.de mal gucken, was da die Themen heute Abend sind oder morgen. Das wird dann um 19 Uhr immer live geschehen und ihr könnt natürlich Fragen stellen. Anfangen werden wir heute mal mit der Studie hier, wie sieht es mit dem Proteinbedarf bzw. BCAAs aus bei Ausdauersportarten. Gibt es einige interessante Sachen, wie viel man jetzt an Proteinen dann zu sich nehmen sollte und so weiter und so fort. Hab schon mal ein bisschen angefangen, es kommt heute.